Wer möchte nicht für einen Tag James Bond sein? Sami Muratovic, Mittelfeldspieler des SK Sturm Graz, wurde diese Ehre zuteil. Für ein Fotoshooting mit der Woche tauschte er seine Fußballdress gegen einen eleganten Smoking und rutschte für einen Tag in die Rolle des Bond. Samir Bond. Ich bin nicht so Bond wie James Bond, aber ich bin bosnischer Bond. Die Idee zu diesem Shooting kam Woche-Redakteurin Verena zu Hause. Es ist eigentlich ziemlich peinlich. Ich habe versehentlich Fußball geschaut. Und danach, ich glaube, der Samir hat ein Tor geschossen und wurde vom Fernsehsender dann zum Interview gebeten. Und dann bin ich da gesessen und habe gesagt, Gott, der schaut aus wie der Daniel Craig. Mein Freund, der mag Fußball, und der hat gesagt, ach was, das ist ein Fußballer, das ist der Samir Muratovic. Und die Idee hatte ich schon relativ lange, aber bis es jetzt endlich geklappt hat, dass wir das Fotoshooting machen haben können, hat es dann doch ein bisschen gedauert. Perfekt eingekleidet und top gestylt ist die Ähnlichkeit mit Bond-Darsteller Daniel Craig wirklich verblüffend. Obwohl Smokings nicht ganz Samirs Geschmack sind, er trägt sie nur. Nur wann muss, ist aber so normal. Ich liebe diese sportliche Sache, aber so ist nichts für mich. Das Aussehen ist allerdings nicht die einzige Gemeinsamkeit. Auch Muratovic fährt privat einen Aston Martin und der durfte beim Shooting natürlich nicht fehlen. Ein aufregender Tag für Samir Muratovic und das gesamte Team. Entstanden sind wunderschöne Bilder von einem tollen Mann, der Bond in nichts nachsteht. Mission completed. Samir Bond kann sich sehen lassen. Es riecht nach Desinfektionsmittel und das Surren, das durch die Räume geistert, erinnert sehr an einen Besuch beim Zahnarzt. Doch hier wird nicht gebohrt, sondern gestochen. Ein Wochenende lang war Gleisdorf wieder Treffpunkt für Tätowierer und Tätowierte, für Tintenkünstler und Tintensüchtige. Internationale Stars mit traditionellen und modernen Tätowiermethoden. Zahlreiche Händler. Eine US-Car- und Hot Rod-Ausstellung. Pole Dancers und tolle Musik. Ein buntes Programm, das auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland auf die vierte steirische Tattoo-Convention lockte. Keinesfalls eine Veranstaltung nur für Tätowierte. Für Leute, die ein Tattoo haben, es ist, glaube ich, auch eine interessante Veranstaltung für Leute, die kein Tattoo haben. Die Zeiten, in denen nur Knackis, Seeleute und Biker tätowiert waren, sind längst vorbei. Mittlerweile eben durch Medien und die ganze Presse und alles, da ist eigentlich schon eine Kultur geworden mittlerweile. Also ich merke es bei uns im Studio, es gibt eigentlich keine Berufssparte mehr, die nicht tätowiert ist. Fachmagazine nennen die Gleisdorfer Convention gerne in einem Atemzug mit New York, Mailand und London. Man hat sich einen Namen gemacht. Umso trauriger, dass es die letzte war. Am schönsten ist, soll man aufhören. Bleibt also nur noch zu sagen, Gleisdorf, danke. Yeah.